einmal Grüße an herumkommandiert. Ach, witzig. Wir haben nochmal Fifth the Lost. Können wir davon bitte genau so einen Screenshot machen? Dankeschön. So, Leute, da sind wir beim nächsten Opening. Und wie immer bei diesen Openings, an meiner Seite, der gute Robin. Hi. Na? Ja. Lang nicht mehr gesehen. Wir haben gerade Radio Rovnica aufgenommen. dementsprechend, wenn ihr es noch nicht wusstet, wir machen einen Podcast zusammen. Könnt ihr mal beim guten Robin vorbeigucken. Link ist in der Videobeschreibung. Da gibt es noch viel, viel mehr als unseren Podcast. Also, ihr habt es gesehen, du fängst auch an live zu streamen wieder. Und diesmal auf YouTube. Wird das jetzt öfter passieren? Ja, es ist auf jeden Fall geplant. Ich habe noch keinen festen Schedule, nice. Aber es soll auf jeden Fall noch häufiger passieren. Letzte Mal haben wir gestreamt. Genau, da haben wir erstmal, weil ich hier umgezogen bin, neue Location, alles erstmal eingeräumt. Ich hatte noch so viele Karten zu sortieren. Und um noch mehr Karten zum Sortieren zu haben für potenziell weitere Livestreams, haben wir hier diese fabelhaften Packs. Yes. Yes. Die Packs wurden uns bereitgestellt vom lieben LipLab 1, aka Fabi. Sponsert jetzt mittlerweile schon sehr, sehr viele von diesen Openings. Wird das nächste, glaube ich, auch sponsern, hat er mir gesagt. Irgendwas in der Richtung habe ich klingeln hören. Und dementsprechend vielen, vielen Dank an dich, dass wir Dankeschön. Die 5 Packs jeweils hier bekommen haben und die tatsächlich auch behalten dürfen. Wenn ihr irgendwie was kaufen wollt auf Cardmarket oder sonst wo, kann ich euch den guten LipLab 1 empfehlen. Ist ein cooler Online-Händler, macht wirklich ein super netter Mensch. Wir werden auf der MagicCon Amsterdam werden wir wahrscheinlich auch ein, zwei Runden mit dem mal zocken. Ich will unbedingt mal die mal runter zocken. Und dann schauen wir da mal rein. Aber Thunder Junction Playbooster, yes. Die zweite, die besseren Playbooster, glaube ich. Ich habe schon ein komplettes Display aufgemacht. Ich habe ein Collector-Display aufgemacht und ich habe ein Bundle aufgemacht. Nice, richtig gut. Was sind deine Erfahrungen bisher? Ich habe ein Paket, oder wir haben ja ein Paket bekommen von Wizards of the Coast, wo ich dir deine Hälfte noch zuschicken muss. Und davon habe ich ein Collector-Booster aufgemacht und ein paar Playbooster, aber tatsächlich sonst nicht so viel mitbekommen. Ich habe nicht mal Pre-Release gespielt, weil ich ja jetzt gerade mit Urlaub, Umzug und so weiter, war es halt alles ein großer Rausch, der an mir vorbeigezogen ist. Aber ich konnte in Amerika ein paar Booster aufmachen und habe da auch das Sword of Wealth and Power rausgezogen, was ja schon mal nicht schlecht ist. Ja, ist schon nice. Genau, Pre-Release war ich ja beim Kelsor Store. Genau. In Lage. War ganz cool. Wir gucken mal rein. Lass uns mal reingucken. Yes. Lass uns mal reingucken. Wir haben, also manchmal verstehe ich es noch nicht ganz. The Best of Draft and Ding. Und manchmal verstehe ich es wirklich noch nicht ganz, weil irgendwie sind manchmal auch doppelte Foils da drin und so weiter. Ich bin noch ein bisschen verwirrt, was die Zusammenstellung dieser Playbooster angeht. Aber ich habe das Gefühl, diese Playbooster sind Flowcharts, die angucken von Wizards of the Coast, wo jedes Booster aufgedrüsselt ist und jedes Pack ist nochmal ganz anders. Ja, ist einfach nochmal Müll. Ja. Dementsprechend keine Ahnung. Am Ende des Tages muss ich halt sagen, ich find's von der Idee her halt ganz cool, die zusammenzulegen. Ich muss sie nur noch verstehen, glaube ich. Oh, das ist so gut, der Ding. Guck mal, der Bär. Wir haben wieder den Doc. Der ist wirklich ziemlich, ziemlich cool, ja. Ich finde auch, also wie gesagt, das ganze Set hat ja einen sehr großen Legendary-Fokus auch. Ja. Und dementsprechend sind da wirklich auch einige Karten dabei. Oh, Magda, sehr cool. Und ich habe den Hasen, der, wenn er ins Spielfeld kommt und der Gegner mehr Länder kontrolliert, können wir eine Library für eine Planes-Karte raussuchen und sie aufs Spielfeld packen, getappt. Und ich meine, wenn ein Opponent mehr Länder als wir haben und dann immer noch, und wenn dann immer noch genug Länder da sind, kann man das immer wiederholen. Sehr gut in Commander gegen andere Ramp-Decks. Yes, das ist richtig. Ja, ich habe Magda, das ist die Ding. Dann ein Fling, die Lieblingskarte von meinem besten Kumpel. Ich habe noch den Obeka Splitter of Seconds, mit dem man bekommt additional Upkeeps. Ja, mega coole Sache. Sick. Und direkt schon eine BIG-Karte. Collector's Cage. Ach, das ist das mit Hideaway 5 und was Counter verteilt. Ja. Das wird, glaube ich, in echt nicht schlecht. Das war bisher ganz gut. Das war Double Rare und Mythic. Noch irgendwas? Ah, schade. Thornado, tatsächlich. Aber sonst nichts. Foil, es geht ja immer noch weiter bei mir. Rustler's Rampage und noch ein Swamp und dann ein Treasure. Aber das ist doch schon mal nicht schlecht. Also eine BIG-Karte, das war ein guter Start. Das gefällt mir gut. Jetzt gerne jedes Pack so. Ja. Wie sich das gehört. Genau. So, das Set selber ist ja wesentlich besser angekommen als der Vorgänger tatsächlich.
Ja. Was ja nicht so schwer ist, wenn wir immer ehrlich sind. Aber ich muss halt sagen, es sind hier gerade die Uncoms, und zwar die eine Uncom, die hier drin ist, die super Basis ist, die Boots. Mhm. Und diese rote hier mit Spree, die rote Spree-Card. Das sind so die zwei, die ich richtig cool finde. Und, es gibt auch eine weiße Ankammern mit Spree, die Enchantments und Artefakte zerstört. Auf die hoffe ich auch ein bisschen, dass wir sie heute noch öffnen, weil die brauche ich für meinen Human-Stack. Ah, okay. Ich habe erstmal Fibbifib the Lost. Sehr gut. Einmal Grüße an herumkommandiert. Ach, witzig. Wir haben noch mal Fibbifib the Lost. Können wir davon bitte genauso einen Screenshot machen? Dankeschön. Ja, wirklich. Und das als Preview schon mal posten. Und? Dann habe ich, oh mein Gott, ich habe einen Loot. Ey, oh, das ist ja richtig cool. Eine zweite VIG-Karte in yes. vier Packs. Sehr cool. Yes. Und sogar eine ziemlich coole tatsächlich. Was ist das? In Rian? Ist das, was ist das? Ich habe Void Slime. Das ist Counter-Target Spell Activated Ability oder Triggered Ability für 3 Mana in Simic-Farben. Ich habe Collected Deviants. Die Karte kenne ich nicht mal. Es ist eine Uncanny. Escalate. Ach, Collective Defiance. Ach, das ist die rote von Collective Brutality quasi. Keine Ahnung. Okay. Aber auch keine Ahnung. Eine Foil. Und ein Swarm. Bluffs und Treasure. Ich finde ja die Basic Lands tatsächlich ziemlich cool. Gerade in Foil sehen die ziemlich, ziemlich sick aus. Und Plot tatsächlich. Oh, das ist gut, dass ich den Token hier gezogen habe, weil den brauche ich für meine Plot gibt's eine Slickshot Show-Off, die ich auch übrigens beim Liplop bestellt habe. Ah. Ja, nice. Ich muss auch sagen, ich mag Liplop als Händler einfach nur deswegen, einfach nur, weil ich sagen kann, die habe ich beim Liplop gekauft. Und Liplap ist ja, aber das lustig ist zu sagen. Ist ein guter Name, das ist richtig. Voll, voll. Nee, ich bin sonst ziemlich gespannt. Ich muss sagen, das Set hat ein paar wirklich coole Sachen. Was mich immer noch so hart getriggert hat, war so ein Vehikel, so ein Zug. Mhm. Ich glaube, der ist Uncom. Und den kann man nur einmal pro Zug crewen, weil er ein Zug ist. Mhm, ja, und dann hat man ihn verpasst quasi nachher. Ja. Ja, und man hat halt sehr lustige Wortwitze mit drin. Die haben ja auch Roadrunner und den Chakal und so weiter drin. Yes. Und da ist sehr viel Dad-Jokes drin, sag ich mal. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, ich meine, wir haben Holy Cow. Wir haben Tai Joaquin, Perfect Shot, die Boros Legendary. Die ist cool. Ich weiß gar nicht, ob die cool ist. Oh. Doch, die ist ziemlich gut. Oh. Archive Trap macht gerade Legacy, nicht Legacy, Timeless kaputt auf Arena. Ja, weil sie einfach zu gut ist. Ich habe Tiny Bones Joins Up. Oh, nice. So eine kleine Discard-Kram. Und ein Sever Smash. Und ich habe noch ein Full Art Land, was ziemlich cool ist. Das Plains diesmal. Ja. Die Plains ist auch wunderschön, tatsächlich. Voll. Ich mag ja, wenn sie so die Symbole so halt in die Umgebung einbauen können. Das ist so ein bisschen besser als die von Theros, wo sie einfach quasi die Sternbilder genommen haben. Ja, Theros war nicht so gut. Ich fand bisher, muss ich leider sagen, finde ich bisher die Dinge immer noch am schönsten. Die Dominaria United. Ja, die sind auch sehr, sehr schön. Oh, lol. Die Karte habe ich doch gerade eben gezogen. Das ist Savage Smash. Sehr cool, sehr cool. Oh, ich hab ein Construct, aber mit neuen Artwork. Das kenne ich ja gar nicht. Ja, das Artwork. Die Artworks, ich habe hier gerade eben auch noch so ein 3-3 Golem gehabt. Die Artworks sind wirklich sick. Ja, das Treasure-Token allein, das hatte ich, glaube ich, in der ersten Pack. Das habe ich in Foil gezogen. Und das macht halt wirklich Bock auf Treasure. Das explodiert einem so direkt ins Gesicht. Das ist richtig cool. Lieb ich. Das ist geil. Okay. Snakeskin Veil ist auch so eine Karte, die sie mittlerweile überall reinhauen, oder? Ja, total. Und kann man ja als Cowboy Bieber Promo irgendwann Mitte nächsten Jahres kommen. Oh ja, stimmt. Mitte nächsten Jahres kriegst du das Gold Rush. Mit Plot. Rakus, Entertainer, Prairie Dog. Ich finde es auch immer sehr witzig, immer wenn ich jetzt auf die Kreaturentypen gucke, muss ich auch immer an Bloomborough denken. Weil ich denke, ich bin auch schon so halb in Bloomborough drin am Hängen. Genau. Und dann habe ich hier Archmage's Newt, Salamander Mount. Hast du den dich irgendwie auf unsere Top-Liste sogar gepackt, weil der nicht so, weil der gar nicht so schlecht ist? Nee, das war die schwarze tatsächlich. Ah, okay, stimmt. Den Kaustik irgendwas, ne? Ja. Was hast du da? Ich hab den Posse Boss dafür. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nachdem ich Form Posse hatte. Und? Ich habe einmal Heartless Pillage ankamen, also nicht so gut.
Buried in the Garden. Ich weiß nicht mal, was das für Karten sind. Ja, ich habe noch weitere. Echt nicht. Uncommons, leider. Ja. Aber letztes Mehr Pack. Mehr von den Deserts. Letztes Pack. 10 Booster aufgemacht bisher. Bisher Slickshot Show-Off oder irgendeine geile BIG-Karte oder sowas. Warte, wie heißt es? Simulacrum. Das Simulacrum, Synthesizer. Ja. Das wäre sehr, sehr nice. Oh, ich habe zumindest Oko auf dem Elch. Was mich auch immer verwirrt hat, ist, weil Oko, der wird doch eigentlich zum Elch. Der reitet doch kein Elch. Aber wahrscheinlich. Nee, der macht andere Dinge zu Elchen. Ja, und dann reitet er sie. Aber wir denken jetzt nicht drüber nach, was das bedeutet. FSK 16. Ach ja, schön. Highway Robbery. Ihn hier finde ich auch super interessant. Wo man halt eine Kreatur flickern kann oder eine Kreatur, wenn keine andere Kreatur Stärke hat, zerstören kann. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe jetzt auch den Bären, den Das ist der Bär. Ruska joins up. Wo jemand im Stream meinte, dass er sie jetzt quasi in jedem Deck, die sie spielen kann, spielt. Einfach nur, wenn eine Legendary Creature Combat Damage dealt, zieht man eine Karte. Das ist quasi der nicht Shatterfang, wie heißt der nochmal? Der Legendary 1-1 Eichhörnchen, der, wenn er Schaden macht, eine Karte zieht. Das ist quasi der Effekt, auf den Schaden Fang, macht. Irgendwas mit Fang, glaube ich. Ja, ich weiß, was du meinst. Oh, du hast Final Showdown, der Instant Speed. Final Showdown, wo man alle Kreaturen letztlich verlesen lassen kann und dann eine Kreatur zerstören, was kann und danach alle Kreaturen zerstört. Finde ich ganz gut. Die in Foil bräuchte ich noch für mein Urgestein-Deck. Leider ist die hier non-foil. Schade. So, ich hab, was ist das denn? Tarnation Vista. Leider nicht Price Magic Vista, gut. Aber trotzdem gut. Kann man eine Farbe auswählen, und also wenn sie ins Spielfeld kommt, und dann tappt sie für diese Farbe. Und dann kann man sie für einen Mana tappen und jede Color among Monocolored Permanents you control, add one Mana of that color. For each Color among Monocolored Permanents you control, add one of that color. Also das heißt, du willst viele einfarbige Permanente haben, damit du den halt für mehr als einen Mana tappen kannst. Ja, spannend. Wird, glaube ich, aktuell sogar gespielt. Weil die Dinger sind ja auch irgendwie standardlegal und so ein Müll. Ja, yeah, genau, die sind standardlegal aus irgendeinem Grund. Und ich glaube, das Ding wird auch gespielt. Nice. So, ich habe noch ein Abrupt Decay. Abrupt Decay, nice. Ich habe noch ein Decisive Denial. Okay. Und Foil Storage Security. Und ein Abrade Bluff. Double Foil. Ich verstehe es nicht. Double Foil, ich verstehe es nicht. Wie kann das passieren? Naja, gut, wir hinterfragen das mal nicht. Irgendwer wird mir das in den Kommentaren hoffentlich erklären. Ja, abschließend zum Set. Was sagst du zu unserem Cowboy- und Indianer-Set? Ich glaube, kein Set hat es besser verdient, so benannt zu werden, als überraschend gut. Also allein so, was man so für Karten, allein was wir jetzt hier so gezogen haben. So, ich meine, Archive Trap ist nice, diese BIG-Karten sind nice, Obeka ist halt so ein interessantes Design Space. Und halt, ne, so Sachen wie Claim Jumper ist super useful. Fibble Fib ist Hammer. also es hat so ein bisschen was von so einem Commander Masters Light. Einfach nur sehr viele Legendaries, sehr viele Flavor-Geschichten. Und wenn es um die Sets geht, wo sie quasi einfach nur Charaktere einen Hut aufsetzen, ist das auf jeden Fall das bessere Set im Vergleich zu Call of Mana. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Cowboys besser sind als Detektive, aber irgendwas macht das Set einfach besser. Und ich glaube, es liegt an den Bonus-Sheets, an den Legendary-Creature-Theme und halt, dass einfach auch coole Designs drin sind. Aber was hast du denn? Ja, bin ich absolut bei dir. Also ich sehe das ganz genauso. Mich hat's auch überrascht. Ich war am Anfang überhaupt nicht gehypt. Dann kam es so ein bisschen hoch. Dann kam dieser Bonus-Cheat, wo ich gesagt habe, boah, sieht der schlimm aus. Dann kam da ein Big rein. Ich dachte mir, boah, ist das euer Ernst? So viele Karten? Mittlerweile muss ich sagen, es ist halt eine Ansammlung. Für mich ist das so eine Ansammlung von dem, was du schon gesagt hast, so Commander Master Slide. Random Karten, die einfach random da drin sind, die ich einfach akzeptiere. Ja. Und solange ich diese Karten einfach da drin akzeptieren kann, bin ich glücklich damit. Total. Ich glaube, das ist so die Zusammenfassung für mich. Absolut. Und vor allen Dingen halt, was mir ein bisschen Sorgen macht, sind halt wirklich diese BIG-Karten, weil Collector's Cage wurde ein bisschen in Mono White und Pioneer getestet und war da auch so semi-erfolgreich. Mittlerweile spielt man ein etwas anderen Bild und Collector's Cage ist jetzt nicht mehr so variant oder nicht mehr so relevant. Aber wenn man die jetzt viermal braucht, klar, die ist jetzt nicht die teuerste BIG-Karte, aber es kann halt sehr, sehr teuer werden, wie man bei dem Simulacrum auch gesehen hat. Das hat dann in Legacy Aufwand bekommen, das hat in Modern Aufwand bekommen. Ist halt einfach schade, dass halt die Karten dann so rare werden. Aber immerhin ist es mehr wert für das Booster-Set. Das ist absolut richtig. Dementsprechend, kann man sich das mal kaufen.
und testen und machen und tun. Definitiv. Ja, das zum finalen Abschluss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich weiß, ihr mögt das Format, wenn wir zu zweit was aufmachen, weil es mal so ein bisschen spannender ist, auch mal immer wieder zwei Seiten zu sehen. Gleichzeitig werden immer zwei Booster geöffnet und wir hitten ja natürlich immer die besten Karten. Klar. Und dementsprechend, ja. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr mich abonnieren wollt, wenn ihr den guten Robin abonnieren wollt, schaut mal unten in die Videobeschreibung. Wenn ihr eh schon da seid und euch überlegt, ob ihr mich monetär unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun bei Patreon. Ab 3 Euro könnt ihr im Monat mich unterstützen. Ab einem gewissen Betrag bekommt ihr pro Monat was zugeschickt. Ab einem gewissen Betrag muss ich euch meine Miete überweisen. ja, ist halt so. Und ja, wenn ihr das wollt, könnt ihr da gerne uns unterstützen. Und ansonsten, wie gesagt, andere Videos noch anschauen, bei Robin vorbeischauen, vielleicht streamt ihr auch gerade. Und macht sonst noch Content, ansonsten Radio Ravnica hören. 1000 Dinge tun und vor allem Spaß haben. Das ist das Wichtigste. Genau. Vielen Dank, Robin, dass du da warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Und auch gerade danke nochmal an LipLab für die Booster, die er zur Verfügung gestellt hat. Schaut bei ihm auch vorbei, wenn ihr Karten haben wollt. Und ja, kauft bei ihm ein, wenn ihr das denn so möchtet. Genau das. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.